Hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Diese Map nennt sich Trigger. Oh Gott, nein, bitte nicht. Oh. Was? Warum? Wieso? Wieso? Wieso macht ihr euch... Oh Leute. Oh nee, nee. Tschüss, kein Bock. Wobei, jetzt habt ihr euch extra die Mühe gemacht, dieses Video anzuklicken. Dann habt ihr noch diesen Kanal abonniert und ihr habt diesem Video einen Daumen hoch gegeben. Liebe Leute, dann kann ich ja nicht anders als... Ich muss, ne? Ich muss. Okay, ich muss. Hallo Bach Erich und herzlich willkommen zu meiner ersten Einsendung. Diese nennt sich zu Recht Trigger. Spielprinzip, drücke den Knopf in der Mitte des Raums. Habe ich gerade gemacht. Also herzlich willkommen zu Folge 112 eurer Einsendung. Wie makaber, dass das genau Folge 112 ist, ja? Ja, das passt richtig gut, Leute. Das passt hervorragend. Denn wahrscheinlich werde ich einen Notarzt nach dieser Einsendung benötigen, der mich geistig wieder in Form bringt. Vielleicht ist es aber auch ein irreparabler Schaden, den man so nicht mehr reparieren kann. Diese Map triggert jeden, der Bilder hasst. Ja, tut sie. Tut sie absolut. Herzlich willkommen in Bilder einer Ausstellung. Nein, in einer Ausstellung einer Bilder wohl eher. Mussorgsky hasst euch. Knopf, guten Tag. Ich habe das bekommen. Ich habe gerade diesen Knopf gedrückt und diese Wand ist offen gegangen und wir sehen Bilder in diesem Raum. Schön. Dann lasst uns mal das tun, wofür wir berufen sind, Leute. Es gibt einen Grund, warum ich existiere auf der Welt. Ich frage mich ja immer nach dem Sinn des Lebens und warum das Leben existiert. Und ich glaube, dass ich den Sinn des Lebens für mich gefunden habe. Sinn des Lebens meinerseits ist es, Bilder in Minecraft zu zerstören und nicht, weil ich Bilder nicht leiden kann. Das ist eine sehr fälschliche Annahme. Es ist genau die falsche Annahme, wie zum Beispiel, dass Klüm Diorit nicht leiden kann. Er findet einfach Diorit hässlich. Und ich finde Minecraft-Bilder zwar nicht hässlich, aber ich weiß, dass da immer was dahinter versteckt ist. Beispielsweise dieser Knopf, und den werden wir gleich drücken. Genau aus diesem Grund bin ich kein großer Freund von Minecraft-Bildern. Wenn sie mal hier und da benutzt werden, so Dekoration, okay. Aber diese Wand, Leute, diese Wand hier, ja, verspricht eins. Und zwar, hinter mir muss etwas sein. Ja, nach dem Motto, ich habe keine Ahnung, wie man einen Geheimgang baut. Und aus diesem Grund baue ich hier eine Wand mit Bildern. Und guck mal, die Bilder, die sind so fies. Guck mal, hier ist sogar noch ein Knopf versteckt. Wir haben schon zwei Knöpfe in diesem Raum gefunden. Von Bildern an den Wänden. Und ich werde jetzt, wie gesagt, dieser Aufgabe, zu der ich berufen worden bin, nachgehen. Vielleicht schaffe ich es ja auch nochmal ohne die Wand. Das Problem ist halt, guck mal, ihr könnt kaum ein Bild richtig zerstören. Die Bilder sind auch schlampig programmiert. So, irgendwie jedes fünfte Bild macht die Wand kaputt. Okay, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Was ist das hier in der Mitte? Ich weiß nicht, was das soll. Warum ist das da? Warum existierst du? Entblöße deine Existenz. Okay, hier ist ein Knopf. Wir drücken den zuerst. Es wurden 12 Blöcke geführt. Ist das jetzt plötzlich ein Escape Room, den wir spielen, oder was ist das hier? Hier ist noch ein Knopf. Ich habe keine Ahnung. Schon wieder wurden 12 Blöcke geklont. Und was jetzt? Habe ich gewonnen? Wow, warum wurde ich schon wieder in Adventure gesetzt? Oh. What's that? Das sieht interessant aus. Nett.